Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir alle unsere Bilder und Videos von Instagram herunterladen können, beziehungsweise wie wir uns einen kompletten Backup samt Kontakte und Kommentare und so weiter unserem Instagram-Profil hier erstellen können, und zwar ohne irgendwelche zusätzliche Tools oder Software zu benutzen. Das geht auch so ziemlich einfach und schnell. Ja, wir müssen uns dafür einmal am PC hier an unserem Instagram Account hier anmelden, und hier, wenn wir hier auf unserem Profil hier einfach draufklicken, hier haben wir das Zahnrad, hier Profil bearbeiten, einfach draufklicken, und hier unter Privatsphäre und Sicherheit, zack. Und hier irgendwo haben wir, genau hier, Daten Download, ja, Download anfordern, einmal draufklicken hier. Beim ersten Mal, wenn wir das zum ersten Mal machen, müssen wir hier unser E-Mail noch mal, ja, bestätigen, angeben hier. Und da müssen wir auf den Link warten, da wird ein Link generiert, beziehungsweise eine Archive erstellt, eine ZIP-Datei mit unseren ganzen Bilder, Videos, Kontakte, Kommentare und so weiter. Und dann bekommen wir einen Link zu unserer Datei per E-Mail gesendet. Genau, wir können ja mal, das sieht dann so aus hier, die E-Mail, ja, wenn das durch ist, bekommen wir hier so eine E-Mail, Daten herunterladen. Wenn wir jetzt hier einmal draufklicken, müssen wir unser Passwort hier nochmal eingeben, und schon können wir die Dateien hier herunterladen. Ich speichere das jetzt einfach mal auf dem Desktop hier, zack. Und genau, also wenn wir beim ersten Mal das machen, das kann bis zu 48 Stunden dauern, bis der Link generiert ist, ja. Also in der Regel geht das, ja, bekommen wir die E-Mail mit dem Link in, ja, circa 15 bis 20 Minuten. Es kann aber, wie gesagt, bis zu 48 Stunden dauern. Da muss man ein bisschen geduldig sein, und schon nachdem wir das heruntergeladen haben, haben wir hier unsere ZIP-Datei. Wenn wir das auspacken, sieht das hier, ja, so aus halt. Bei mir ist jetzt nicht so viel hier. Da sind jetzt hier die Bilder, einfach Fotos, Profilbild hier und so weiter. Wenn wir Videos, ich habe jetzt keine Videos beim Instagram hochgeladen, deswegen fällt mir auch der Ordner hier. Wenn ihr welche habt, das wird natürlich hier erstellt und die Videos sind da drinnen. Und hier haben wir nochmal, genau, Likes, Kontakts, Connection, Comments, Media, Messages, Profile, Searches und Settings. Ja, alles da. Also wir haben jetzt hier quasi einen kompletten Backup von unserem Instagram-Profil. Wie gesagt, sehr schnell und einfach, wie ihr seht, ohne irgendwelche zusätzliche Tools zu installieren. Genau, das war's auch schon alles. Wollte ich euch noch mal kurz zeigen hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.